Reality-TV. Dutzende Formate sprießen in den letzten Jahren aus dem Boden. Sie malen eine, zumindest optisch, perfekte Welt. Aufregende Dates am Strand, viel nackte Haut, wilde Partys. Untermalt mit treibender Musik. Reality-TV ist ein riesiger Hype. Wir tauchen ein in die Welt der Reality-Formate. Eine Welt, in der Aufmerksamkeit die höchste Währung zu sein scheint. Hallo, ich bin Leo. Das fasziniert nicht nur uns Normalos, sondern auch Wissenschaftlerinnen, wie die Psychologinnen Franzi und Dina. Vor ein paar Monaten haben sie den Podcast Die Trashologinnen gestartet, in dem sie über gerade laufende Reality-TV-Formate sprechen und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer analysieren. Heute reden wir über die erste Folge von Make Love, Fake Love. Unter anderem sprechen wir über unseren ersten Eindruck von Antonia und den Kandidaten und darüber, ob es psychologische Tricks gibt, um Lügner zu enttarnen. Let's go! Worin liegt denn die Faszination? Was glaubt ihr für Reality-TV? Also ich glaube, das hat so mehrere Gründe. Einer davon ist, dass das sehr viel Nähe suggeriert. Und das fühlt sich ja dann fast so an, als ob das irgendwie FreundInnen sind. Und dass es vielleicht auch viele Situationen so im Alltag gibt, die man sich selber vielleicht nicht so traut. Vielleicht würde man selber gerne mal auf eine wilde Party gehen, mit verschiedene Menschen küssen, vielleicht auch mit verschiedenen Menschen schlafen. Und das kann natürlich auch so ein bisschen so ein geheimer Wunsch nach ein bisschen was Wilderem sein, was dann die anderen Leute auf dem Bildschirm für einen ausleben. Schöne Körper treffen auf traumhafte Dates. Alles perfekt inszeniert. Doch ist das wirklich so? Gibt es da noch eine andere Seite, die wir Zuschauer nicht zu sehen bekommen sollen? Wie real ist Reality-TV? Er will uns von seinen Erfahrungen erzählen. Ein Insider aus dem Business. Er will anonym bleiben. Wir nennen ihn Robert. Er ist aus dem Reality-TV-Business ausgestiegen, hat als Realisator für erfolgreiche Dating- und Spielformate gearbeitet. Die Formate sind uns bekannt. Wir nennen sie aber nicht, um Robert zu schützen. Was er uns berichtet, bezieht sich also speziell nur auf diese Produktion. Bei den klassischen Reality-Formaten ist viel im Kopf des Produzenten. Je nach Format, je nachdem, was passieren soll. Da brauchst du 1, 2, 3 Schönlinge, du brauchst die Mauerblümchen, du brauchst die Personen, die mehr nach vorne gehen, du brauchst die Lauten, du brauchst die Leisen. Und ich kann dann als Produzent auch entscheiden, wie wird die Person dargestellt. Wie wollen wir sie zeigen, wie wollen wir sie nicht zeigen? Möchte ich jetzt viel Sex in der Sendung haben oder möchte ich Gewalt in der Sendung haben? Möchte ich viel Romantik in der Sendung haben? Danach wählst du ja deine Kandidaten, die du mitnimmst. Moment mal, gezielt Gewalt in der Sendung? Robert wird mir im Laufe der Recherche noch mehr darüber erzählen, wie es nach seiner Erfahrung hinter den Kulissen einer Reality-Produktion wirklich zugeht. Er und weitere Insider berichten mir von Mobbing und Alkoholexzessen. Bis hin zu einem Abend, der offenbar komplett außer Kontrolle gerät und in einem mutmaßlichen sexuellen Übergriff endet. Warum redest du mit uns? Ich rede mit euch, weil eben einfach sehr, sehr viel Reality-TV stattfindet. Ich aber in meiner Zeit in dieser Mühle gelernt habe, dass auch viele Leute komplett unterschätzen, was es bedeutet, Reality-TV zu machen. Er erzählt, viele Kandidaten merken gar nicht, wie gezielt und strategisch die Macher mit ihnen umgehen und wie sie die Geschehnisse offenbar lenken. Wie haben er und die anderen Produktionsmitarbeiter das gemacht? Sagen wir mal zum Beispiel, es passiert gar nichts. Dass man dann wiederum mit den Kandidaten auch mal spricht, jetzt kommt mal aus euch raus, macht mal was, wir haben nichts von euch, wir haben nichts, was wir zeigen können. Werden dann zum Teil auch Leute gegeneinander aufgehetzt, so ganz klassisch? Der hat das über dich gesagt und der das? Das findet statt. Also damit kann man ja spielen, indem man sagt, was würdest du denn machen, wenn diese Person jetzt dies sagen würde oder das sagen würde über dich? Warum lassen sich Teilnehmer und Teilnehmerinnen auf so etwas ein? Ich würde sagen, das ist eine verletzliche Extremsituation und ich würde den ProtagonistInnen da unterstellen, dass die auch einfach wollen, dass das gut läuft und dass sie da gut wegkommen und so. Und das macht natürlich per se schon etwas verletzlich und dadurch auch anfälliger für Manipulation. Das ist hochmanipulativ. Also an sich ist der Realisator schon auch derjenige, der die Menschen steuert. Der ganz klar sagen muss,
ich möchte, dass diese Geschichte jetzt diese Wendung nimmt und ich nehme dafür Dinge in Kauf und reize die Personen. Was nimmst du für Dinge in Kauf? Ich nehme zum Beispiel in Kauf, dass da jemandem die Hand ausrutscht, wenn man einfach gesagt hat, naja, es passiert dann zumindest was. Wie auf dem Schulhof, der kleine Bulli, der da steht und einen Heidenspaß daran hat, dass sich zwei Leute kloppen. Siehst du dich so? Nein, so bin ich nicht. So sehe ich mich auch nicht. Aber ich habe gemerkt, dass Leute so handeln. Dass man natürlich dann Leute aufhetzt bzw. aufpeitscht, um damit dann eben etwas zu kreieren, was nachher dann, ja, zum Inhalt einer Sendung werden kann. Das sind harte Vorwürfe. Wir fragen die Produktionsfirma des Formats, was sie dazu sagt. Zu unserer Verwunderung antwortet uns nicht die Produktionsfirma selbst, sondern eine Top-Anwaltskanzlei für Medienrecht. Sie weisen im Auftrag der Produktionsfirma alle Vorwürfe zurück. Außerdem bekommen wir noch den Hinweis, dass man unseren Film genau prüfen werde. Würdest du sagen, du hast zum Teil Grenzen überschritten, wenn du mit denen gesprochen hast, um zu bekommen, was du wolltest? Ich persönlich habe keine Grenzen überschritten. Ich hatte allerdings die Situation, wo ich mir auch mal bewusst vorgenommen habe, eine Person, sagen wir, zu brechen, um zum einen Emotionen von dieser Person zu bekommen, als auch gleichzeitig um die Rolle, die sie sich selber gegeben hat, also die Maske, die sie sich aufgesetzt hat, runterzureißen. Das klingt längst nicht mehr nach der lustigen Show auf dem Bildschirm, sondern nach bewusster Manipulation von Menschen. Menschen, die 24/7 von Dutzenden Kameras beobachtet werden. Es gäbe keine Uhren, keine Bücher, keine Handys. Das sagt mir der Insider. Wenn man am Anfang einer Produktion da sitzt und überlegt, was kann man denn machen? Was für Spiele kann man spielen? Was können Bestrafungen sein? Es gibt kein Essen, es gibt keine Dusche, Luxusartikel werden weggenommen. Der Schlaf wird vermindert, indem man zum Beispiel eine Dauerbeschallung mit Schlagermusik über die Nacht macht. Wenn sie gestresster und gereizter sind oder wenn sie dünnhäutig sind, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie gleich ausflippen. Deshalb nimmt man gerne solche Dinge, mit denen man dann dafür sorgen kann, dass man den Inhalt, den man haben möchte, provozieren kann. Ich frage die Produktionsfirma. Nutzen Sie die Extremsituation aus, in denen sich die Kandidaten befinden, und greifen zu Mitteln, damit es weiter eskaliert? Der Anwalt der Produktionsfirma teilt uns schriftlich mit: Niemand wird aufgehetzt, gereizt oder dahingegen provoziert, dass er verbal oder gar körperlich gegenüber anderen TeilnehmerInnen gewalttätig wird. Es gibt keine entsprechenden Anweisungen bzw. Vorgaben. Auch werde den Teilnehmern der Schlaf nicht bewusst entzogen. Wir haben erfahren, wie das vermeintliche Strippenziehen aus der Perspektive eines ehemaligen Realisators aussieht. Wie empfindet das die andere Seite? Darüber haben wir mit einer Ex-Kandidatin einer bekannten Dating-Show gesprochen. Wir nennen sie Nicola. Ich würde sagen, dass sie uns ausgenutzt haben, in dem Sinne, wenn wir unsere Hemmung verloren haben. Wenn wir genug Alkohol getrunken haben, dann wurde noch mehr Alkohol gebracht. Nicola war mit 18 die Jüngste am Set. Sie möchte unerkannt bleiben. Ein Grund? Sie sagt, sie könne sich mit der Person, die sie in dem Format war, nicht mehr identifizieren. Das ist echt verrückt, wie viel Alkohol man da getrunken hat und wie krass diese Hemmungen gefallen sind. Man pusht sich gegenseitig auch ein bisschen hoch, dann kommt die Produktion noch, pusht dich, ja, auch mehr zu trinken oder sowas. Ich habe noch nicht viele Erfahrungen zu dem Zeitpunkt einfach gehabt, auch nicht mit Alkohol oder so. Wenn dein Glas leer war, hast du direkt nachgekippt oder es kam irgendwer mit zwei Getränken in der Hand und hat dir dann dein Glas weggestellt und du hast direkt wieder ein volles gehabt. Also dein Glas war eigentlich nie leer. Was war das so? Was war da drin? Es waren hochprozentige Sachen, Wodka, Jägermeister wurde auch viel getrunken. Zum Schutz unserer Informantin sollen wir das Format nicht nennen. Wir wissen aber, um was es sich handelt und um welche Produktionsfirma. Wir haben nachgefragt. Sehen Sie sich als Produktionsfirma in der Verantwortung, übermäßigen Alkoholkonsum der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu verhindern? Weshalb wird in Ihren Formaten in so hohem Maße Alkohol ausgeschenkt? Was erhoffen Sie sich davon? Doch zum Alkoholkonsum erhalten wir keine Antwort. Die wollten natürlich schon, dass etwas passiert mit den Männern zusammen. Also die haben uns schon gut in die Richtung der Männer geschoben ständig und Tipps gegeben, was wir machen könnten, dass ich einen Mann antanzen soll. Und ja, ich wollte das irgendwie nicht so richtig. Die Redaktion hat dann auch gleich Musik angemacht und die haben uns dann natürlich gepusht, dass ich das dann auf jeden Fall mache und haben auch durchgesagt, dass ich mich nicht so anstellen soll. Wie freiwillig kann eine Situation sein, wenn es sich um junge Menschen handelt, die im Vollrausch sind und offenbar dahin gelenkt werden, Content zu liefern? Müsste die Produktion nicht darauf achten, dass Grenzen eingehalten werden?
Oder ist es ein bewusst einkalkulierter Kontrollverlust, der für die gute Story sorgen soll? Wenn Menschen volljährig sind, dürfen sie zum Beispiel Alkohol trinken und dürfen auch selber entscheiden, wie viel Alkohol sie trinken und wenn sie das vor laufender Kamera machen. Christian Schiecher ist Medienethiker und beschäftigt sich seit mehreren Jahren mit Reality-TV. Das Problem ist natürlich, dass Menschen mit Alkohol ganz unterschiedlich reagieren. Manche werden müde, manche werden aggressiv, manche werden redselig. Dass das vielleicht ein Stück weit eingepreist und kalkuliert wird, das liegt auf der Hand. Da würde ich mir von Produktionsseite wünschen, dass hier sensibel und zurückhaltend mit solchen Sachen umgegangen wird. Da ist die Verantwortung ganz klar auch wieder auf Seiten des Senders. Die Produktionsfirma äußert sich zu unseren Fragen nach Alkohol am Set nicht. Was sagt RTL, der Sender, der wohl die meisten Reality-Produktionen verantwortet? Wir wissen, dass für Sie, so wie für uns, die physische und psychische Gesundheit unserer KandidatInnen an oberster Stelle steht. Wir sind im stetigen Austausch mit den Produktionsfirmen dazu. Auf Vorfälle während und nach den Dreharbeiten reagieren wir individuell und mit der nötigen Feinfühligkeit für die Situation. Nicola sagt, sie trinke mittlerweile keinen Alkohol mehr. Ich habe gemerkt, dass Alkohol mir selbst nicht gut tut, auch in dieser Zeit, wie viel man da einfach getrunken hat. Ich glaube, so viel, wie ich da getrunken habe, wenn ich das jetzt trinken würde, ich würde einfach umkippen. Dann erfahren wir von Nicola von einer noch krasseren Geschichte. Von einem Abend, der nach Aussage von Insidern offenbar komplett eskaliert, an dem die Produktion augenscheinlich die Kontrolle verliert. Der angebliche Vorfall soll sich am Set eines der bekanntesten Dating-Formate von RTL ereignet haben. Robert war Mitarbeiter dieser Staffel. Dann ist diese Party so aus dem Ruder gelaufen, dass da eben ein sexueller Übergriff mindestens stattgefunden hat. Da ist eine Teilnehmerin mit einem Teilnehmer verschwunden und ja, dann ist ein ganz großes Drama ausgebrochen, weil sie wohl über die Mikrofone gehört haben, dass sie irgendwas gesagt hat, dass sie das nicht möchte. Nicola war Mitkandidatin. Sie nennt uns den Namen der mutmaßlichen Betroffenen. Nach einigen Tagen erreichen wir sie. Wir nennen sie Nina. Nina möchte anonym bleiben. Zudem werden wir auf Wunsch von ihr weder den Namen des angeblichen Täters noch das Format nennen. Die Vollbit-Redaktion kennt aber den Namen des Mannes und der Reality-TV-Show. Kannst du mal den Abend beschreiben, wie der angefangen hat und wie es dann geendet ist? Ich war Kandidatin bei einem Reality-TV-Format. An einem Abend gab es eine Party. Die Produktion hat wie jeden Abend Alkohol besorgt. Mit einem Teilnehmer war ich erst im Pool. Dort hat er bereits versucht, mir und einer anderen Teilnehmerin ins Höschen zu greifen. Dann bin ich mit einem Teilnehmer in das Badezimmer eines Teilnehmers gegangen. Ich habe gedacht, wir wollen quatschen. Dann hat er mich umgedreht und mir mein Höschen runtergezogen und wollte mit mir Sex haben. Ich habe mehrfach Nein gesagt, doch er hat es immer wieder versucht. Ich frage sie, was danach passiert ist. Dann kam ein Mitarbeiter von der Produktion, der für unsere Sicherheit zuständig war, reingerannt. Sie hatten auf der Tonspur gehört, dass ich Nein gesagt habe, weil wir und das Bad verkabelt waren. Auch Nicola erinnert sich an die Situation. Die sind auf jeden Fall gerannt. Die sind sehr schnell gerannt. Es war irgendwie sehr chaotisch einfach, weil niemand so richtig wusste, was passiert ist. Es gab irgendwie keine richtigen Antworten. Er musste dann gehen und die Teilnehmerin ist zurückgeblieben und war voll am Heulen. War aufgelöst. War das so? Wir haben die Produktionsfirma mit den Vorwürfen konfrontiert. Uns antwortet die Anwaltskanzlei der Firma. Die Vorwürfe der von Ihnen zitierten Teilnehmerin gegenüber einem anderen Teilnehmer können von unserer Mandantschaft weder bestätigt noch bestritten werden. Die Teilnehmerin berichtete, dass der Teilnehmer einmal versucht habe, ihr Höschen auszuziehen. Dem habe sich die Teilnehmerin erfolgreich widersetzt. Der Teilnehmer bestritt den Vorwurf. Da sich die Situation im Off-Camera-Bereich ereignet habe, stehe Aussage gegen Aussage. Wie hast du reagiert? Ich habe das Wort Vergewaltigung benutzt, denn wäre er nicht zur Hilfe geeilt, wäre es dazu gekommen. Das wollte ein anderer Mitarbeiter, welcher die Leitung hatte, nicht hören. Ich war fassungslos darüber, in welcher Art und Weise mit mir gesprochen wurde und in dem Moment gar kein Einfühlungsvermögen und Verständnis für mich da war. Nina sagt, der Mitarbeiter habe sie wieder zu den anderen Kandidaten und Kandidatinnen geschickt. Es hieß, der Teilnehmer habe das Set verlassen müssen. Die Party wurde abgebrochen. Das bestätigt uns auch die Kanzlei und schreibt zudem, anlässlich der Auflösung der Party wurde die Teilnehmerin nochmal zu dem von ihr erhobenen Vorwurf befragt.
Die Teilnehmerin wiederholte ihren Vorwurf nicht, rückte vielmehr von ihm ab. Ich frage sie, wurde ihr eine psychologische Betreuung zur Seite gestellt? Mir wurde am nächsten Tag ein Psychologe zur Seite gestellt, dem ich alles erzählt habe. Nachdem ich mit dem Psychologen geredet hatte, war das Thema für die Produktionsfirma meiner Meinung nach beendet. Es hat sich danach keiner nochmal nach mir erkundigt. Lediglich der Mann der Leitung hat sich bei mir für seine Reaktion entschuldigt. Die Kanzlei schreibt, am nächsten Tag sei mit der Teilnehmerin nochmals ein Gespräch geführt worden. Man habe der Teilnehmerin zudem psychologische Hilfe angeboten. Auch dort habe sie den Vorfall nicht wiederholt. Von einem sexuellen Übergriff sei nicht die Rede gewesen. Ich frage sie, ob ihr die Produktion dazu geraten habe, Strafanzeige zu stellen. Sie haben mir nicht vorgeschlagen, Strafanzeige zu stellen. Stattdessen haben sie mir gesagt, ich solle die Geschichte nur nicht nach draußen tragen. Dazu schreibt die Anwaltskanzlei, falsch ist ebenso die Behauptung, unsere Mandantschaft habe der Teilnehmerin geraten, nicht weiter über diesen Vorfall zu sprechen. Die mutmaßliche Betroffene sagt, sie habe sich von der Produktion nicht ernst genommen gefühlt. Die besagte Partynacht wird mehrere Minuten in der entsprechenden Folge erzählt. Der Vorfall hingegen ist nicht Teil der Folge. Wir fragen die Produktionsfirma, warum sie sich entschieden hat, diesen Teil nicht zu zeigen. Die Kanzlei äußert sich dazu wie folgt. Der von Ihnen angesprochene Vorfall wurde deshalb nicht erzählt, weil er sich im sogenannten Off-Cam-Bereich abspielte, weshalb keinerlei Aufnahmen existieren. Die Vorwürfe sind heftig. Wir müssen an dieser Stelle betonen, dass niemand außer der Teilnehmerin und dem Teilnehmer selbst weiß, was genau an diesem Abend in diesem Raum passiert ist. Klar ist, der Teilnehmer wird weiterhin von der Produktionsfirma gebucht. Er scheint eines der Gesichter dieses Reality-Formats zu sein. Nina findet, das sei verantwortungslos. Mein Eindruck, die Produktionsfirma zieht keine weitreichenden Konsequenzen. Wird der mutmaßliche Täter bewusst geschont? Nicola schätzt das so ein. Ja, also der ist so der Engel da. Der ist auch dadurch bekannt geworden und die lieben den einfach alle. Also da geht nichts über ihn und auf den wird auch komplett geschworen. Robert glaubt, dass der wirtschaftliche Nutzen dieser Person hoch ist und ein Grund dafür, dass sich die Produktionsfirma nicht von diesem Mann trennt. Es wird schon hier und da dann auch abgewogen. Was bringt uns diese Person? Vielleicht in der Zukunft. Kann sie uns helfen oder kann man jetzt in dieser Situation die Karriere dieser Person beenden? Heftige Kritik. Die Insider belasten die Produktionsfirma. Was stimmt? Die Vorwürfe bleiben im Raum. Wir haben übrigens auch den Sender RTL dazu angefragt. Bis Redaktionsschluss keine Antwort. Das Versprechen Reality TV. Gute Unterhaltung für Millionen Zuschauer und für viele ein Traum, Star zu werden. Wir haben hinter den Kulissen der scheinbar perfekten Welt auch Schattenseiten kennengelernt, in denen Menschen zum Spielball werden und die Produktion Krawall für die Story bewusst herbeiführt. Mitunter auch mit fragwürdigen Methoden, Alkohol, Manipulation und Psychotricks. Dieses Video ist Teil einer größeren Recherche. Du findest die ganze Doku in der ARD-Mediathek, wenn du diesem Link folgst.